Hey, hey, hallo Leute und willkommen zum voraussichtlich finalen Part von Let's Play Böse Nachbarn 1 für den PC. Hier nochmal der Titelscreen. Im letzten Part haben wir diese beiden Folgen der dritten Staffel abgeschlossen und sind jetzt in der letzten Folge der dritten Staffel. Und da hat der Nachbar dann wahrscheinlich wirklich erstmal genug. Wir sind in seinem Haus, alle Räume sind nach wie vor offen und wir haben 9 Streiche vor uns. Mit viel Action hier, wie man sieht. Denn man sieht auch ein Gewehr. Da unten eine Flinte. Und was es damit auf sich hat, was wir damit machen, das werden wir gleich sehen. Ich habe den Großteil der Streiche jetzt noch im Kopf, aber ich kann nicht versprechen, dass das hier alles so sauber läuft. Jetzt gucken wir erstmal. Der macht erstmal ruhig. Ich glaube, ich kann hier im Keller, glaube ich, erstmal chillen. Wir haben eine Ratte, Sekundenkleber, Schuhcreme, Murmeln und einen rostigen Nagel. Gut, gucken wir erstmal. Sammeln wir erstmal wieder Gegenstände. Wo ist denn dieses Spray, was er gerade holt? Oh Gott, ich glaube, das ist in der Küche, oder? Ja, das ist in der Küche. Runter. Das war gefährlich. Geht er jetzt in den Keller? Nee, geht er nicht. Geht er nicht. Runter, runter, runter. Oh mein Gott. Ich lebe hier hart am Limit. Das muss man schon sagen. Okay. Holen wir uns den Stuff hier. Schuhpaste oder Schuhcreme, wie auch immer. In die Politur. Ist das überhaupt eine Politur? Was ist das denn? Ja, genau. Schwarze Metallpolitur. Jetzt geht er als nächstes, glaube ich. Er smoked erstmal noch ein bisschen. Oh, das war doof. Das war richtig doof. Das war richtig doof, was ich gerade gemacht habe. Und ich verkacke, ich bin tot. Ich bin nicht schnell genug rum. Ich bin tot. Wir sehen uns ja gleich wieder. So, ich setze hier einfach mal wieder ein. Wir haben jetzt wieder einiges hier gesammelt. Und ich warte jetzt, bis er die Politur hier wieder hingelegt hat. Denn dann werden wir da die Schuhcreme reinpacken und das Kabel mitnehmen. Und ich muss gerade mal überlegen, ich vermisse gerade ein bestimmtes Item. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo man das bekommt. Werden wir rausfinden. Jetzt muss ich erstmal gucken. Er wird jetzt erstmal Musik hören. Und ich weiß nicht, ob er danach durchs Wohnzimmer runter. Doch, er geht danach durchs Wohnzimmer runter. Das heißt, ich kann jetzt gerade eigentlich erstmal chillen. Bis er mit dem Wohnzimmer fertig ist. Gut, dann warten wir kurz. Okay, da oben ist der Hund. Jetzt hoch hier. Da oben müssen wir uns erstmal chillig machen, also ruhig machen. Wir nehmen die Munition mit für das Gewehr unten, für die Flinte, wie auch immer. Und aus dem Nachtschrank nehmen wir was mit? Luftballon. Ah ja, ich weiß wofür. Und Moment, der kommt jetzt schon hoch. Ich hoffe, der macht in dem Raum nichts hier. Ich hoffe, ich bin in dem Raum hier sicher. Ich weiß es nicht. Hier müsste, genau. Ich hoffe einfach mal, dass ich hier sicher bin, sonst bin ich hier zum Arsch. Bitte? Geh zu dem Horn da draußen. Ja, er postet ein bisschen. Ja, er geht zu dem Waldhorn, alles klar. Man merkt schon, auf welchem Trip er hier ist. So, hier können wir gerade noch nichts machen. Er holt die Politur wieder. Das heißt, er wird irgendwas polieren. Dann können wir schnell mal runtergehen und das Ganze mit der Flinte und, dem Kabel machen. Also wir packen die Munition in die Flinte. Packen die Korken in die Flinte. Ach, er poliert die Pokale, alles klar. Und packen das Kabel hier hin.
Wo muss denn die Ratte hin? Ach, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Gut. Oh, und er geht tatsächlich da in den Raum. Und hat schwarze Pokale. So, ich weiß, was wir damit machen müssen, damit machen müssen, damit machen müssen, damit machen müssen und damit machen müssen. Alles klar, ich weiß, was wir machen müssen, aber es ist kompliziert. Es ist wirklich ein bisschen kompliziert. Und nicht einfach. So, ich gehe jetzt ganz schön mal hier hoch. Und wieder runter, einfach damit ich unten direkt an der Tür stehe. So, jetzt geht er nämlich ein bisschen smoken. Und wie wir in einer der ersten Folgen, ich glaube, noch in der ersten Staffel war das, ja. Wie wir da mal, vielleicht wisst ihr noch. Ja, wie wir da mal das Telefon als Ablenkung hatten, so haben wir jetzt die Hundepfeife als Ablenkung. Bitte funktioniere, während er läuft, bitte. Scheiße! Okay, damit habe ich jetzt ein bisschen was verkackt. Das war doof. Da müssen wir warten. Ich war mir nicht sicher, ob man warten muss, bis er fertig ist oder nicht. Also bis er nicht mehr spielt oder nicht. Scheiße, jetzt ist der zu. Kann ich das dann jetzt überhaupt machen? Fuck, ich hab's komplett verkackt. Das war dumm. Das war richtig dumm. Okay, dann müssen wir jetzt erstmal warten, bis er im Keller ist. Dann machen wir da oben schnell die Streiche. Und dann machen wir zum Schluss das mit dem Plattenspieler. Das war echt doof. So, Hund, schlaf bitte weiter. Danke. Jetzt geht erstmal die Flinte machen. Ja. Und das natürlich auch noch, habe ich schon wieder komplett vergessen. Tja, im Arsch, Nachbar. Im Arsch! So, und jetzt müssen wir uns beeilen. Wir müssen nämlich schnell unter das Bett. Moment, eigentlich muss ich hier sogar ganz schnell runter. Ich muss mich beeilen. Ich muss hier rein, ich muss hier rein, ich muss hier rein. Weil ich muss runter. Ich muss unbedingt runter. Das ist wichtig. Wenn er das Ding da bläst, muss ich runter. Ich hoffe, der Hund ist dann nicht wach und ich komme überhaupt runter. Hund, schlaf ein. Es ist so unfassbar bescheuert. Und das auch. Ja. Und schlaf. Fuck, alter Hund, schlaf. Ja. Das war's auch mit seinem Hauen. Und dann fehlt jetzt nur noch der Plattenspieler. Aber den können wir gerade nicht machen. Noch nicht, aber gleich können wir das machen. Oh nee, jetzt geht er erstmal polieren. Komm, wir cutten das ganz kurz raus. Wir sehen uns gleich wieder, wenn er den Plattenspieler offen hat. Okay, wir sind wieder da. Wir haben das Spiel übrigens so gut wie geschafft. Wir müssen nur noch diesen Plattenspieler zerstören. Oder die Platte darauf. Mit einem rostigen Nagel und dann haben wir es geschafft. Und das muss schnell gehen. Do it! Okay.
Fest, 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 fest. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Okay. Gut, wir haben es geschafft. Jetzt müssen wir uns nur noch verstecken und dann ist alles chillig. Wir haben es geschafft. Ein bisschen blöde Reihenfolge jetzt wahrscheinlich gewesen, aber heißt, wir kriegen wahrscheinlich maximal wieder nur so, keine Ahnung, 88%, schätze ich mal. Vielleicht 90, 91, na, ich schätze, wir bekommen 91%. Aber mehr wirklich nicht. Und haben damit dann trotzdem das Spiel geschafft. Und jetzt sehen wir zu, wie wir das Spiel schaffen. Und wir haben es geschafft. Wir haben gewonnen, das letzte Level ist fertig. Spitze, 91% wie erwartet. Haben damit einen silbernen, haben einmal Bronze, einmal Silber, einmal Gold. Wie wunderbar. Und wir sind durch. Das Spiel bietet uns jetzt... will uns jetzt noch andrehen, dass wir hier überall noch über 90% schaffen. Machen wir aber nicht, schaffen wir nicht. Wir haben das Spiel tatsächlich geschafft. Wir könnten jetzt hin und die Credits laufen lassen. Brauchen wir aber nicht. Hier sitzen die beiden zusammen im Kino. Mit drei Plätzen zwischen ihnen. Und ich würde sagen, das war's für das Projekt. Das ging schnell, aber das war's. Wirklich schon. Welches das Nachfolgeprojekt ist, sage ich noch nicht. Ich bin mir da noch gerade ganz unschlüssig. Ich habe nämlich heute mein Steam-Guthaben aufgeladen und wollte eigentlich ein Spiel kaufen. Und das unbedingt LP'en als nächstes. Allerdings habe ich die Rezension gelesen. Und einfach gemerkt, dass die Rezensionen wirklich zu 80% schlecht waren. Und dass es wohl im Vergleich zum Vorgänger richtig scheiße sein soll. Deshalb bin ich mir gerade echt unsicher, ob ich das wirklich LP'en würde oder nicht. Ich würde allerdings sagen, das war es jetzt erstmal für den Part. Wir sehen uns hier beim nächsten Projekt wieder. Bis dann. Tschüssi!